Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Serie, wie ihr euch einen eigenen Discord-Bot in der Programmiersprache Python erstellen könnt, und zwar in der Rewrite-Version der Discord.py. Heute geht es darum, wie ihr euren Bot hosten könnt, denn das Ganze nur über den PC laufen zu lassen, ist früher oder später nicht gerade komfortabel, wenn den PC ja zwischendurch ausschaltet, und wenn der PC ausgeschaltet ist, ist euer Bot natürlich dann nicht mehr online und reagiert natürlich auch in der Zeit auf nichts. Von daher würde ich euch empfehlen, das Ganze über einen Server zu hosten. Da nutze ich Heroku.com, das geht da kostenlos, allerdings nicht ganz einen Monat lang, immer, also ihr rechnet einen Monat ab, und von einem Monat könnt ihr meist nur 25 Tage, glaube ich, von 30 hosten. Ich habe mich jetzt hier auch schon mal eingeloggt, das müsst ihr natürlich machen, ihr müsst beim Registrieren dann angeben, dass ihr Python nutzen wollt, das ist auch ganz wichtig, dann könnt ihr hier direkt eine App erstellen, ist eigentlich egal, wie ihr die nennt, der Name darf nur noch nicht existieren, also denkt euch da irgendwas aus und setzt dann als Region Europa, das ist eigentlich auch egal, und erstellt eure App. So, anschließend legen wir noch nicht los, denn wir müssen erstmal hier über die Settings noch ein Buildpack integrieren, und zwar hierbei über Add Buildpack, und dann klicken wir auf Python und auf Save Changes, dass das Ganze auch richtig drin ist, das ist Python. Nun klicken wir auf Deploy, und dann haben wir hier drei Möglichkeiten, wie wir unsere Dateien so gesehen auf den Server kriegen können. Entweder über Heroku Git, das wird dann über den Heroku Client und Git laufen, GitHub, über einen GitHub Account oder Container Registry, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht genau, auch wieder über den Heroku Client. Und ich empfehle hier dringend die Option mit GitHub zu benutzen, weil das meiner Meinung nach deutlich einfacher ist, als zum Beispiel jetzt mit dem Git hier Zeug. Das hat bei mir damals auch überhaupt nicht funktioniert, hat total rumgebuggt, und da müsst ihr euch ständig irgendwie verifizieren. GitHub ist da deutlich einfacher und ihr könnt die Dateien problemlos später austauschen. Daher einfach mal GitHub hier aufgerufen und dann müsst ihr euch registrieren oder einloggen. Wenn ihr noch nicht registriert seid, dann erstellt ihr einfach kostenlosen Account. So, ich habe mich jetzt hier schon mal eingeloggt und dann erstellt ihr euch einfach ein neues Repo, und dieses könnt ihr auch so nennen, wie ihr möchtet. Es muss nicht gleich heißen wie auf Heroku, das ist egal, wie ihr das jetzt hier nennt. Darf halt nur noch nicht existieren. Und anschließend Description könnt ihr auch leer lassen. Ganz wichtig ist nur, dass wir es auf Private stellen, dass man es im Internet so nicht finden kann. Anschließend auf Create geklickt und dann ist das Ganze hier schon erstellt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Dateien, die wir da hochschieben können. Und die packe ich euch auch in die Beschreibung, könnt ihr euch das Ganze runterladen. Das sind nämlich diese Dateien hier, einmal die apt-File, da steht einfach nur Git drin, da müsst ihr nichts dran ändern. Wichtig ist jetzt hier diese proc-File-Datei. Da steht nämlich worker-python-bot.py und da müsst ihr natürlich bei bot.py den Namen eintragen, die auch euer Bot hat. In meinem Fall stimmt das mit dem Bot.py jetzt hier überein, von daher würde ich da nichts ändern. Falls ihr bei euch die Datei anders heißt, müsst ihr das natürlich dann entsprechend abändern. Wichtig ist nur, dass ihr am besten kein Leerzeichen im Namen habt, sonst kann es da auch zu Problemen geben. Also am besten irgendwas einsilbiges, wie eben zum Beispiel Bot.py oder sowas. Also etwas, was keine Leerzeichen hat. Anschließend gibt es hier noch die Requirements, da muss jetzt hier in unserem Fall nur die Discord-Py drin stehen. Da müsst ihr alles reinschreiben, was ihr extern runtergeladen habt und was in eurem Programm benötigt wird. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch irgendwas von Twitter runterladet, dann müsst ihr das auch noch angeben, dass entsprechend die Twitter-Bibliotheken auch mit drin sind. Aber alles, was bei Python direkt schon mit drin ist, das müsst ihr bei euch da nicht eintragen. Das ist alles schon mit drin. Aber eben alles, was extern ist, was ihr runterladen müsst, das muss da rein. So. Und letztens noch die Runtime. Da ist einfach drin, welches Python benutzt wird. Das ist jetzt hier in unserem Fall 383. Könnt auch eine 3.7 nehmen, das ist egal. Nur halt nicht 3.6. Anschließend schiebe ich die Bot-Datei da auch nochmal rein, dass wir die gleichzeitig alle dann hier hochschieben können. Darf einfach jetzt hier auf Upload an Existing File klicken. Kommen wir jetzt hier zur Upload-Seite und da das Ganze einfach reinfallen lassen. Der Upload geht jetzt schnell, die Dateien sind ja auch klein. So, wenn wir fertig sind, einfach auf Commit Changes klicken. Ihr müsst da auch keine Kommentare zusetzen. Das ist egal. So, kurz warten, bis das Ganze hochgeladen wurde. Das dauert natürlich ein kleines bisschen. Und dann wird das Ganze hier schon angezeigt. Das kann natürlich auch nur von euch aufgerufen werden, also andere im Internet können das so nicht mehr öffnen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf Heroku und hier müsst ihr dann euren GitHub-Account entsprechend verbinden. Das habe ich jetzt hier schon erledigt. Also den GitHub-Account, den ihr erstellt oder habt oder halt schon hattet. Dann müsst ihr einfach einmal dementsprechend die Rechte geben, dass das Heroku darauf zugreifen kann. Anschließend müsst ihr noch den Namen des Repos eingeben, kopiere ich mir jetzt einfach mal hier raus, so eingeben und einfach mal auf Search geklickt, dann wird das Ganze hier unten angezeigt und wir klicken auf Connect.
Und im Moment wird das hier, dieses Repo hier mit unserem Hero verbunden und wir können es hier mit dem Deploy Branch Button dann entsprechend drüber spielen. Dass das Ganze jetzt hier auch bei Heroku installiert wird. Da laufen jetzt natürlich ein paar Installing-Befehle ab und da müsst ihr einfach mal warten, bis es durchläuft. Beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger, danach geht es meist schneller bei den weiteren Malen. So, das Ganze ist jetzt fertig, hat jetzt nur vielleicht ein paar Sekunden gedauert. Hier ist jetzt der grüne Haken und in dem Moment können wir auf Resources klicken. Und jetzt bei mir wird jetzt hier noch nichts angezeigt, denn wir müssen die Seite jetzt einmal neu laden, dass die entsprechenden Informationen neu abgerufen werden vom Webserver. Und jetzt sehen wir hier unser Worker pythonbot.py. Natürlich unter den Free-Dynos, also für die wir nicht zahlen müssen. Die wird da jetzt angezeigt und wir können einfach hier auf den Stift klicken, aktivieren und dann auf Confirm und dann sind wir durch. Ich wende jetzt hier mal im Hintergrund mal der noch läuft, dass wir das auch sehen können, dass das funktioniert. Und den Rest beende ich jetzt auch einfach mal, das brauche ich auch nicht speichern. Und das brauchen wir auch nicht mehr. So. Also es läuft kein Python-Programm mehr im Hintergrund, trotzdem sehen wir, unser Bot ist noch online. Und wenn wir jetzt hier mal irgendeinen Befehl eingeben, zum Beispiel jetzt hier embed, natürlich auch richtig schreiben, dann sehen wir, er antwortet uns trotzdem, obwohl wir ihn nicht mehr auf dem PC hosten, sondern der läuft jetzt hier über den Server. Und da läuft er auch dauerhaft. Wie gesagt, 25 von 30 Tagen. Notfalls müsst ihr den dann entweder euch einen zweiten Account erstellen, wo ihr den dann nochmal hochschiebt. Hier übrigens nochmal, wie ihr das wieder, wie ihr die Datei verändern könnt. Einfach hier die Datei austauschen, also die bot.py hier löschen, eine neue bot.py hochladen, vorher am besten auch deaktivieren bei Heroku, wie ich das gerade gemacht habe. Die Datei also einfach austauschen und dann hier bei Deploy nochmal auf Deploy Branch klicken, warten, bis das durchgelaufen ist, das sollte dann auch schneller gehen und dann wieder hier Stift aktivieren und fertig. So könnt ihr das Ganze neu aufspielen. Wie gesagt, das Ganze läuft 25 von 30 Tagen, sonst müsst ihr euch dann noch einen zweiten Account bei Heroku erstellen, das Ganze nochmal entsprechend verlinken und sonst eben das Ganze für die 5 Tage dann noch auf eurem PC hosten, falls das dann überhaupt nötig ist. Und da würde ich sagen, das war's dann jetzt auch wieder mit dem Teil. Im nächsten und letzten Teil, beziehungsweise vorerst letzten Teil, geht es dann darum, wie ihr einen bereits geschriebenen Async-Bot in einen Rewrite-Bot umwandeln könnt. Und von daher würde ich jetzt auch sagen, ich hoffe mal, dieser Teil hat euch geholfen. Oder würde ich sagen, euch einfach Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao.